kommen uns drei Ritter mit gezückten Schwertern entgegen. Ohne einen Kampf kommen wir nicht an ihnen vorbei. Hey, kannst du bowlen, du Geschenkeschlepper? Ja, wieso? Dann schnapp dir mal meinen Kopf und... Genau. Ah, ich verstehe. So, deinen Kopf gepackt. Au, stich mir nicht mit deinen dicken Fingern ins Auge. Verdammt, ich hab ja gar kein Auge mehr. Halt den Rand. So, zielen und ab geht's. Strike! Alle Neune! Gut gemacht, Jack. Oh Mann, ist mir schwindlig und schlecht. Aber das war ein Heidenspaß. Das sollten wir öfters machen. Quatsch nicht. Schnapp dir lieber deinen Kopf und dein Schwert und dann weiter. Schon gut, Rentiertreiber. Dort vorne ist Draculas Gruft. Dann sollten wir ab jetzt leise sein. Du bist doch der mit der lauten Klappe. Ich bin ein Skelett und Skelette müssen klappern. Das ist Tradition. Psst. Ja, ich hab's ja verstanden. Siehst du, was Dahlia und Dracula so treiben? Dracula versucht den Zombies Anweisungen zu geben. Allerdings mit mäßigem Erfolg. Nein, nein, nein! Ich sagte, stellt euch im Quadrat auf, nicht im Kreis. Also los, nochmal! Quadrat, sagte ich, kein Dreieck. Vergeblich, sie haben kein Hirn mehr im Kopf. Womit habe ich so viel Blödheit auf einem Haufen verdient? Versuchen Sie mal, Graf, ob die wenigstens mit Waffen umgehen können. Schließlich waren es einst Krieger. Gute Idee. Zombie-Soldaten, ergreift Schwerter, Morgensterne und Lanzen. Selbst mit den Waffen können sie nichts anfangen. Bei manchen sind die Schwerter so schwer, dass es ihnen beim Anheben die Arme so gleich abreißt. Beim Satan, die werden alle sterben. Die sind schon tot. Toter als tot geht nicht. Nerv du mich nicht auch noch. Hey, wessen Idee war die unbesiegbare Zombie-Armee? Halt mir nicht meine genialen Pläne vor. Ja, im Genial daneben gehen. Die sind völlig hirnlos. Sind das nicht alle Armeen? Die zanken sich untereinander. Das sollten wir ausnutzen. Wo ist die magische Lampe? Dort, auf Draculas Sarg. Direkt in der Mitte der Gruft. Mein Geschenkesack liegt daneben. Ich werde mich hineinschleichen und beides klauen. Warum du? Ich bin Tratiger, du alter Keksmampfer. Außerdem sehe ich fast wie ein Zombie aus. Aber nur fast. Die haben wenigstens noch ein wenig Fleisch auf den Rippen. Das sagt genau der Richtige. Von wegen Fleisch auf den Rippen, ha? Na schön, mach. Aber leise. Meine Spezialität. Was war das? Ah, Mist, ein Krampf im Knie. Oh, ich hätte im Kerker mehr Gymnastik machen sollen. Es ist der Kürbiskopf. Er hat sich befreit. Los, ihr Zombies, tötet ihn. Die Dinger sind zu langsam. Ich kümmere mich um ihn. Nimm das! Ah, Bradonaris!
Wow! Dieses Biest wirft Blitze nach mir! Willst du Zeus Konkurrenz machen? Ah, verdammt! Der Blitz hat mir das Schwert aus der Hand geschleudert! Hör auf, wegzulaufen, Skelett! Früher oder später erwische ich dich. Oh! Daneben! Jack ist wie ein hakenschlagender Hase. Er lenkt die beiden gut ab. Doch so langsam die Zombies auch sind, wenn ich nicht eingreife, werden sie ihm zum Verhängnis. Also los! Ho, ho, ho! Der andere ist auch frei. Zombies! Angriff! In der Hölle sollst du schmoren! Schmeckt mein Schwert, ihr fauligen Monster! Hinter der Säule verstecken hilft ja auch nicht weit. Nehmt das! Und das! Na, wie ist es ohne Kopf auf den Schultern? Besser Arm ab als Bein! Passt irgendwie nicht. Auch wenn du dich gut schlägst, Weihnachtsmann. Einer Zombie-Übermacht bist du nicht gewachsen. Da hat er leider recht. Jack, hör auf, dich vor der Hexe hinter der Säule zu verstecken. Lange schaffe ich es nicht, die lebenden Leichen aufzuhalten. Puste die Flamme an der magischen Lampe aus. Nur so können wir sie aufhalten. Auspusten? Du bist witzig. Wie denn ohne Lungen? Lass dir etwas einfallen. Natürlich. Lass dir was einfallen. Der hat gut reden. Hey, Knochengestell! Ignorier mich nicht! Ich müsste die Hexe dazu bringen, einen Blitz auf die Lampe zu schleudern. Genau so mache ich es. Erst näher anlocken und dann laufe ich zum Saat mit der magischen Funzel. Dahlia, du bist die hässlichste sexy Hexe, die ich je gesehen habe. Danke, Knochen. Verdammt, das hat nicht funktioniert. Die sieht das auch noch als Kompliment an. Ich hätte vielleicht das eine sexy weglassen sollen. Ja, mein Bein. Der Blitz hat mein Bein getroffen. War nur eine Frage der Zeit. Ergib dich, damit ich dich mit den Blitzen endgültig zerschmettern kann. Es klappt. Sie kommt näher. Meine Wade, es tut so weh. Jetzt ist es aus. Moment, du hast gar keine Wade. Ups, und jetzt schnell weg. Ah, du wolltest mich austricksen. Aber nicht mit mir. Nimm das. Hui, das war knapp. Jetzt schnell hinter den Sarg mit der Funzel springen. So. Abradonaris! Ah, meine Augen! Die Explosion hat mich geblendet. Der Blitz hat die Lampe getroffen und die Flamme in einer magischen Energieexplosion erloschen. Nimm das, Hexe! Eigentlich hasse ich es, Frauen zu schlagen, aber niemand schießt ungestraft Blitze nach mir! Meine Zombies, sie sterben, verwandeln sich in Staub. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Gut gemacht, Jack. Kinderspiel. Hier, fang dein Säckchen, Kaminrutscher. Danke. Und nun zu dir, Dracula. Was willst du schon machen, Weihnachtsmann? Ich bin unsterblich. Ich bin übermächtig. Ich bin der Gott des Bösen. Das werden wir sehen. Mal schauen, ob ich was Passendes im Sack habe. Nichts kann mich aufhalten.
Schon bald werde ich mit der Lampe neue Zombies erwecken. Genau, das könnte funktionieren. Hier, fang das Geschenk fürs Restaurant von Helsing. Ah, Knoblauch und dann noch eine ganze Knollenkette. Wie geht's? Mir schwinden die Kräfte. Und hier habe ich noch etwas Besseres. Eine Handvoll Rosenkränze mit Kreuzanhänger für die heiligen befleckten Jungfrauen des St. Burton-Klosters. Kruzifixe, nicht doch! Ihre Macht entzündet mich! Ah, ich verbrenne! Moment, da habe ich sogar etwas zum Ablöschen. Weihwasser aus dem Hause Blade. Das Richtige für den Vampirjäger von heute. Ah, ich schmelze! Kannst du dich mal entscheiden, brennen oder schmelzen? Ah, das wirst du mir büßen. Eines Tages. Bla, bla, bla. Hey, hast du auch noch etwas für mich, das ich Dracula schenken kann, Kutscher? Wie wäre es mit diesem besonders edlen und spitzen Holzpflock, den sich so eine freche Göre aus Sunnydale gewünscht hat? Eine Göre aus Sunnydale? Da bin ich ja baff. Ihh, Schmetterlinge, widerliche Kreaturen. Aber ja, an sowas hätte ich gedacht, ja. Nimm das, Spitzzahn. Gnade! Löst sich vollends auf. Ich weine ihm keine Tränen nach. Selbst wenn ich noch weinen könnte. Lass uns von hier verschwinden, Jack. Gute Idee. Ich hole nur schnell die Funzel. Hä? Wo ist sie? Die Lampe ist verschwunden. Bitte? Ja, und Sexy Hexy auch. Ein anderer Tag, ein anderer Ort.